So, pass auf, wir machen einen komplett neuen. Okay, wer wird unser Main-Char? Ich glaube, wir müssten eigentlich schon mich als Main-Char nehmen. Das wäre... Es ist ja quasi Hübi und die Trotteltruppe. ich habe mittlerweile ziemlich cool. Ich finde immer noch, dass Männerfrisuren bei den Mies richtig scheiße aussehen. Es gibt, finde ich, keine wirklich gute Kurzhaarfrisur. Tatsächlich, ohne Witz, das kommt, glaube ich, mittlerweile fast am nächsten hin. Aber Männerfrisuren bei Mies, also Kurzhaarfrisuren, gibt's einfach kaum. Digga. Ohne Scheiß. Schaut mal die Farbe an, die ich jetzt anklicke. Und schaut mal die Farbe, die es auf der Frisur hat. Das ist doch eine ganz andere Farbe. Das ist doch nicht die gleiche Farbe. also really? Nett, aktiv, entspannt, lässig. Ich bin Kübel, ich bin ein ganz aktiver. Ja, doch, sehe ich auch so. So, let's fucking go. Grüner Red Bull? Na, auch nicht schlecht. Damn. Der Gesichtsräuber. Oh mein Gott. Ey, die Skippy die Toilette als Bösewicht. Ja! Okay. Oh, jetzt müssen... Oh, Freunde. Ach du Scheiße. Okay, jetzt müssen wir anfangen. Digga, wer ist das? Fadian, Grinselda, Görkan, Ojemina. Bruder, was geht denn hier ab? Wie wichtig sind die Charaktere hier? Ich weiß es gar nicht, ne? Ich glaube, von denen joint ja keiner meinem Team, ne? Die sind ja... Diese ganzen Charaktere, genau, die sind nicht so wichtig. Da können wir irgendwelche Randoms nehmen. Die sind einfach nur für... Einfach nur quasi als... Stadtsprecher wird eindeutig Tor. Digga, Dagi B, let's go. So, freches Kind. Ne, Ash. Auf jeden Fall Ash. Das passt. So, besorgte Mutter. Digga, ich kenne die alle nicht. Impa. Ja, Impa finde ich gut. Was ist das? Turteltyp Obelix. Junge, Obelix, Alter. Alter, krass. Krass, dass die Obelix wirklich nach Justins Vorlage generiert haben. Kriegst du Lizenzgebühren für Verkauf der Asterix und Obelix-Hefte, Justin? So, ein Phobius, der Bürgermeister. Ach, Bürgermeister ist nicht Stadtsprecher, okay. Dumbledore! Ja, Dumbledore finde ich gut. Dumbledore finde ich sehr gut. Junge, Tor, was geht, Digga? Erstmal schön mit Fresh Dumbledore reden. Ah, jetzt kommt der Bösewicht, Freunde. Jetzt wird's... Okay, da müssen wir jetzt auf jeden Fall shoppen gehen. Gibt's eine Suchfunktion? Ja, Browse Mies, ne? Okay, wen wollten wir als Bösewicht? Skibidi, ne? Schade. Skibidi Toilet gibt's nicht. Nur Toilet. Ist das eine Toilette? Aber wollen wir Henry Stickmin wirklich als Bösewicht? Alter, wie gut die aussehen! Bro, ey, ich bin krank begeistert. Ja, den nehmen wir! Den nehmen wir! Bin der Dunkle fürs Gigachat. Mit wem muss ich denn jetzt reden? Mit der Mutter? Ja. Mein armes Mäuschen, keine Panik. Hübel! Kannst du mich hören? Nein. Oh, natürlich kannst du mich hören. Ich bin Horst, der über alles herrscht. Stimmt, Horst, diese heilige Stimme. Soll ich dir helfen? Nein. Hau ruck! Irgendwie die Macht des Horst, Alter, zu wild. Ah, klasse wählen. Oh mein Gott. Das ist jetzt auch eine wichtige Entscheidung. Boah, ich glaube in meinem Ursprungsspiel. Boah, was habe ich denn in meinem Ursprungsspiel für eine Klasse gewählt? Ich muss es erstmal gucken. Ich glaube, ja, im Ursprungsspiel war ich Koch. Okay, Chat hat Bock auf Dieb. Okay, alles klar. Kübel, der Schmierige. Ja, wir sehen schon gut aus. Schwachpunkt finden. Yeah, GG. Yeah, 200 Gold, let's go. Du weißt, was der dunkle Fürst Gigachat getan hat. Er war ein riesig, es war eine riesige Schweinerei, um es milde auszudrücken. Deshalb komme ich nicht umhin, um dich damit zu beauftragen. Besiege Gigachat und rette die Welt. Okay. Jetzt brauchen wir... Okay, jetzt geht's hier wieder los. Ja, der Fotograf, der ist übelst useless. Ja, das ist alles nicht so wichtig. Die sind mir alle relativ wumpe. Komm, hier... Dann nehmen wir als Fotograf...
Batman, Alter. Junge, den Minion. Den Minion als Fotograf. Der Fotograf ist der Quiz-Titan, Alter. Bro, das ist so weird. Komm, Batman wird unser Quiz-Titan. Ja, wobei, mit dem, das sieht einfach nicht gut aus, ne? Mr. Trump. Ja, Waluigi bringt uns die Post. Das finde ich gut. Wer war Gusto? Das war der Koch, ne? Ja, das war der Koch. Drachenlord. Der Dragonlord. Oh, jetzt sitzt du in der Patsche. Na gut, ich werde dir Hilfe schicken müssen. Ami Kadabra, let's go. So, Freunde, jetzt ist der Moment gekommen. Das ist der Moment, wo uns die wunderschöne Dame Ariana als Popstar zur Seite steht. Sloth, wie wir auch spielen. Ja, aber da wird's... Gibt's Sloth? Sit on. Yeah! Oh, der wird auf jeden Fall auch kommen. Oh, der wird ja so safe kommen. Und die selbstverständlich Popstar, ne? Das ist ja... Warte mal, was ist... Nee. Rüttelt das Team mit seiner Energie auf? Nee, natürlich ein weiblicher Popstar. Das muss ja. Wie gut das einfach aussieht, ne? Wie gut dieser Mii-Maker ist. Ich drehe hohl. Warum hat Nintendo den nicht weiterverwendet? So, ich werde einfach nur mit Ariana in einem Zimmer sein, Freunde. Was anderes machen wir hier? Was anderes kommt uns hier gar nicht in die Tüte? Die haben auch immer so Lieblingsessen gehabt, ne? So, man muss jetzt immer erst rausfinden, ob die das feiern. Gönn ihm jetzt einfach so. Sein Magen ist voll. Okay, das feiert er gar nicht. So, Falterhonig gehört die MP. Wahrscheinlich auf dem Popstar gar nicht so schlecht. Oh yeah! Da haben wir direkt ein Turbo-Essen gefunden. Let's go. Bam. So, aber die sind jetzt beide satt, ne? Oh, wir können Kübel direkt ein neues Schwert kaufen. Oder ein Dolch wahrscheinlich eher, ne? Hey, alles okay? So weird, diese Interaktion. Oh, wir gehen gleich down. Oh, jetzt kommt Horst. Oh, ist mit einer Kokosnuss am Strand und hat ein fantastisches Leben. 100%. 100%. Was anderes kann gar nicht sein. Ich bin echt am Überlegen, ob ich in dem Playthrough einen Charakter so richtig hochlevele. Das wäre schon irgendwie cool. Danke für deine Hilfe mit Ash. Hier hast du etwas für deine Mühen, deine Impa. Yeah! Ja, dann gehen die gleich mal aus. Oh, haben die jetzt Streit? Wir haben heute richtig viel Zeit. Ich denke, es ist Zeit für einen neuen Look. So, dann schauen wir jetzt mal, was der Kannibalentiker hat. MP und Tempo. Ich glaube, Magiepunkte ist auf ihr sehr baba. Ah, Angriff. Aber er feiert Koboldschinken nicht. Dann geben wir es mal ihr. Okay, keiner feiert Koboldschinken. Trägt der zwei Schwerter? So, Thor ist zurück wie ein Frisbee. Sehr schön. So, die Mietante ist mir egal. Wir machen weiter. Es ist interessant, wie ein Spiel, in dem man kaum etwas aktiv tut, so spannend sein kann. Ja, es ist... Warte mal, Technik, Magie? Fiese Falle. Pass auf. Let's go. Das ist so ein bisschen wie Cookie-Clicker oder so, ne? Du hast einfach nur Spaß daran, wie die ganzen Stats steigen. Das ist einfach... let's go. Es ist einfach befriedigend, das anzugucken. Das ist eigentlich voll das Mobile-Game. Wenn man ehrlich ist, ist das voll das Mobile-Game. Oh, neuer Charakter, oder? Oh, Freunde, es geht wieder los. Es geht wieder los. Eigentlich muss jetzt Sid kommen. Eigentlich, ja, es ist, die Zeit ist gekommen. Definitiv verträumt. Ja, den müssen wir eigentlich zum Koch machen. Das ist der ist Koch, Freunde. Nein! Oh, scheiße! Oh nein! Das ist total dumm mit den Augen! Oh nein! Kann ich die Mütze ausziehen? Nee, ne? Man kann die Kopfbedeckung abmachen. Oh, sehr gut. Wie das aussieht. Sid Koch. Also, was geht hier ab? Ein Geschenk! Was wird das jetzt? Ich würde sagen, besser als Bauschaum. Was geht jetzt ab? Wer wagt es? Ah, jetzt kommt der Zauberer. Oh, damn. Okay, wer wird unser weiser Zauberer, Freunde? Gru with Gun, Alter. Perry das Schnabeltier. Die Daten scheinen zu fehlen. Es gibt den Account nicht mehr. No! Ja, King Dice gibt's noch. Oder wie das aussieht. Als ob. Okay, den nehme ich. Dicker! Was soll das? Der braucht aber lange um... Okay. Ach, Alter. Digga, SpongeBob sieht scheiße gut aus. Squidward, Alter. Junge. Da ist sogar King Dice! Ja, aber jetzt, da ist er.
Digga, wie gut auch Phineas und Ferb aussehen. Hä, als ob. Ey, das ist wirklich heftig. Es ist krass, was da alles möglich ist. Krass, krass, was hier alles ist. Aber jetzt nehmen wir uns erstmal Perry mit. Ey, der Mies super strong. Mein Name ist Perry. Bin ein wandernder Magier. Let's go, ich bin Kübel. In den großen Truhen ist immer ein Ausrüstungsgegenstand oder ein Kleidungsstück. Krass, okay, okay. Wäre schön, wenn da ein ordentlicher Batzen Geld drin wäre. Da würde ich mich drüber freuen. Oh, da kommt unser nächster Char. Eigentlich brauchen wir jetzt nochmal einen weiblichen Char. Dann hätten wir zwei männliche und zwei weibliche Chars. So, Freunde. Jetzt müssen wir nochmal thinken. Was ist das? Was ist das? Bruder. So, jetzt haben wir erstmal eine 10% Chance, dass der Account überhaupt existiert. Oh, warte mal, ich glaube, der existiert nicht. Irgendwas mit Doppel-J hat vorhin auch nicht funktioniert. Boah, Digga. Der Aloy als Kriegerin wäre fett. Aber jetzt nehmen wir erstmal Katara. Jetzt nehmen wir erstmal Katara als Magierin. Das finde ich passt auch ganz gut. So, dann gucken wir mal, Freunde, ob der Code funktioniert. Ja, ich glaube, es ist sinnvoller, wenn wir jetzt erstmal zu denen reingehen, wo wir schon drin waren, glaube ich. Okay. Ja, der hat hauptsächlich Cartoon-Charaktere, ne? Der hat keine Real... Digga, Mona Misa. Was zur Hölle? Mr. Pringle, Junge. Jetzt kommt Doritos. Digga, jetzt kommen wir ganz tief in die Miitopia-Lore rein. Discord, Digga. Ja, die Wii ist natürlich absolut entspannt, ne? Aber die Wii ist magisch, Freunde. Absolute Magier-Wii. Die Wii chillt einfach mal mit Sid. So, und wir gönnen jetzt der Wii gleich den neuen Besen. Oh, damn, Dr. Eggman. Der Eggstein. Alles muss versteckt sein. Komm, wir stellen jetzt gleich mal eine Falle auf. Let's go. Wie ein Profi. Sehr gut. So, Massenangriff. Na, die Wii schallert auch. Stimmt! Der Zauberer hat ja am Anfang, glaube ich, noch gar keine Zauber, ne? Wir müssen übel schnell die Wolken vernichten. Weil die können, glaube ich, auch den Boss dann wieder heilen. So, Sid greift den Boss an, das ist okay. Wir weichen wieder aus. Oha! Kriegt voll aufs Maul. Pass auf, dann stellen wir erstmal wieder eine Falle auf, weil die Wolke hoffentlich dann reinschallert. Ja, die Wolke ist weg, sehr gut. Neue Technik. Kleiner Snack. Ah, jetzt heilt sich Sid. Sehr gut. Sid gönnt sich erst wieder Heilung. Nee, Sid gönnt der Wii Heilung. Ehrenmann. Alter. Rein da, wir schaffen das. Zwei Charaktere haben einfach nur noch ein Leben. Oh mein Gott, jetzt sind drei Charaktere down. Oh mein Gott. Ich werde den Streuer nicht verwenden. Streuer ist für Noobs. Yes. Hast du was zu essen, Kübel? Nö, ich tue so, als würde ich essen. Wenn ich lang genug so tue, denkt mein Magen, er wäre voll. Digga, Kübel ist auch eine brutale Intelligenzbestie, ne? Hast du einen Schlachtruf, aber hallo. Warum hat man das jetzt eingetippt? So, why? Aber seid ihr eher so Team Sü oder Team Sü? Und was, wenn es an einem unfassbar fiesen Megamonster klebt? Digga, wie Sid Haha gerade aussieht. Sid Haha sieht gerade 1:1 aus wie Sloth W. Wirklich, 1:1 Sloth W. Oh, Pferd. Ferdinand, Alter, let's go. Wie hatte ich Ferdinand in unserem... Wie hieß das Pferd in meinem Let's Play? Stimmt, Falafel. Richtig. Digga, was man da alles einstellen kann, ne? Wir lassen das Pferd wie eine Salami aussehen. Das finde ich eigentlich schon gar nicht schlecht. Kann ich da noch irgendwie dem Fell eine Maserung geben oder sowas? Beinumfang. Ja, das muss richtig schön saftig sein. Pummelig. Stattlich. Nee, pummelig hätte ich gesagt. Cool. Nee, pummelig. Okay. Ja, Mähne passt. Augen. Was geht da so? Diese Augen. Schielend. Okay, schielend finde ich gut. Gute Reise. Digga, dieses Pferd, ihr seht das gar nicht richtig. Oh Mann, jetzt ist es wieder weg. Gut, wie das aussieht. Willst du das Pferd in dein Team aufnehmen? Nein, das Pferd macht ein langes Gesicht. Aha! Aber Freunde, der Moment der Wahrheit kommt jetzt gleich. Jetzt kommt dann bald der fette König.
den wir mit einem Charakter besetzen müssen. Hör mal zu, was ist? Ich habe neulich etwas über Kübel gehört. Was, ist das wahr? Es scheint so. Das hätte ich ja nie gedacht. Junge, die lieben sich einfach, weil sie über mich lästern. Bruder, die Fresse. Oh, da ist Drachenlord. Nom, nom, ja, geil. Umwerfender Duft, dezente Süße. Fett, Alter. Metal, Leute. Ich bin Dragonlord, der Gourmet. Oh mein Gott. Dreimal Käsekuchen vom Drachenlord. Skö, skö, in meinem Audi. Skö, skö, in meinem Audi. Ballert die Kurve zu krass, Digga. The moment of truth has come. Wie viel ist euch Justin als König wert? Obwohl. Ja, komm, Justin. Ich baue mal ein Mii von dir, okay? Oh, und die wunderschöne Königstochter. Der Prinz von nebenan. Der arme Adlige. Okay, okay. Ich will Justins Mii gar nicht abrufen. Wir bauen ihn jetzt. So, Justin. Bruder. Du hast ja so lange Haare, ne? Wenn wir jemals was bei dir zocken, habe ich einen Mii ready. Das stimmt. Boah, was denn? Da gibt's keine wirklich langen Haare hier, ne? Gibt's hier gar nicht sowas wie eine Zopffrisur? Gibt's das hier gar nicht? Die langen Gelockten? Bruder! Das ist es! Das ist es! Das ist es! Das ist die Justin-Frisur. Gesicht? Ja, Justin hat schon einen großen Kopf. Justin hat schon einen großen Kopf, ne? So eine Obelix-Nase. Mit dieser ausdruckslosen Fresse. Das ist so richtig so. Really, Bruder? Grenzt das schon an Mobbing? Ja, 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 ist es. Bruder, die Fresse. König Justin. Ich kann das alles nicht mehr. Und dieser Schurke hat die Gesichter der Leute gestohlen. So was Lächerliches haben wir? Oh nein, Justin! So, Justin, wir retten dich. Wir retten dich, Meister. Justin hat mir auf WhatsApp geschrieben. Justin hat sein Justin-Smile verloren. Magst du auch Salami? Bäume safe. Ich habe ja einen gepflanzt, Meister. Jawohl, Justin! Du bist back in business, wie ein Frisbee. Das königliche Antlitz ist wieder hergestellt. Hier, als Zeichen königlicher Dankbarkeit. 1500, Justin! Du King! Okay, Freunde. Ich glaube aber, oh, das ist mein Goldener. Nach dem Goldenen machen wir, glaube ich, für heute Schicht im Schacht. Oh, zwei Goldene. Und in dem Sinne, danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!